Ja, ich hab's die ganze Zeit draußen. Ah, nice, dann spielen wir jetzt mal eine Runde Cowboy und Indianer. Nice. So, fetzen wir mal direkt hier rein. Wieder irgendwas zuhören, integrieren. Ich muss mich mal integrieren. Ja, sag Bescheid, wenn's fertig ist. Oh, ne. War echt heftig auf dem Schiff der Schattenlegion, oder? Klar, ich hatte auch andere Gründe. Du kennst die Geschichte. Ich brauchte ein Zuhause, eine Familie. Ich wollte dazugehören, wie Mitrax. Ich arbeite gern mit ihm. Er ist dem Turm so nett. Da vergesse ich oft, dass er ein Elixni-Kriegskapitän ist. Aber er erinnerte mich, als wir uns diese Gefängnistransporte vornahmen. Einmal griffen ihn zwei Legionäre an und als ich ihm helfen wollte, rief er nur: Vergeude deine Schüsse nicht. Mann, er ist ein taffer alter Raufbold. Und ich find's super. Den Kampf zur Abwechslung zu ihnen zu bringen, darum bin ich der Vorhut beigetreten. Er ist mein bester Patrouillenpartner seit Jahren. Aber ich muss aufpassen, wer das hört. Letzte Woche hat Devrim gehört, wie ich ihn Flusskrebs nannte. Der hat sich fast totgelacht. Nice! Wir haben es geschafft. Ja, ich habe es überlebt. Sehr gut. So, ich muss mir noch was anhören. Was geht denn jetzt ab? Wo muss ich denn jetzt was anhören? Ah, da hinten. Toll. Jetzt irgendwas hier anhören. Misrax Kell. Herr Rammes, ich habe dir nichts zu sagen. Ich habe dein Leben verschont und du hast dich erneut dem Hass und der Gewalt hingegeben. Ich werde dir nicht für deine Gnade danken oder um Vergebung bitten. Doch ich bin nicht dein Feind. Das hast du schon einmal gesagt. Eido nahm dir deine Lügen ab. Doch ich werde es nicht tun. Ich habe deine Tochter gerettet. Ich weiß, dass sie die Zukunft der Elixni ist. Doch die Maschinenbrut wird diese Zukunft nie zulassen. Immer wieder vereiteln sie unsere Pläne. Wenn wir unsere Häuser vereinen oder Macht erlangen wollen, sie werden uns niemals als gleichwertig betrachten. Und du hältst uns für gleichwertig? Du dienst dem Zeugen und einem Gott der Schar. Wir sind Anführer unseres Volkes und müssen dort Macht finden, wo wir können. So hast du es bei deiner Entscheidung getan, mit jenen zu leben, die uns jahrelang abgeschlachtet haben. Ich habe diese Gewalt beendet. Es ist noch nicht vorbei, auch wenn du hinter den Mauern unseres Feindes lebst. Unsere Häuser teilen dieselbe Hoffnung. Ich will, dass wir frei sind, dass wir behutsam miteinander umgehen, dass wir wieder Weber und Tänzer sind. Deshalb hast du mich nicht getötet, denn du willst es auch. Doch nur, wenn wir unsere eigene Zukunft kontrollieren, werden die Elixni wieder so sein. Ah, okay, es ist vorbei. Wunderbar. Alter, ich hab's überlebt. Schön. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendwie keine neue Dings bekommen, glaube ich. Oder irgendwie doch. Ich guck mal gerade in die Quest. Lol. Okay. Besprechung angehört. Hä? Ich habe das doch angehört jetzt. Hä? Also frühzeitig irgendwie abgebrochen? Tatsächlich nicht. Hier ist irgend, also hier ist irgendwas Exotisches auch hier, ne, auf der ETZ, ne? Hast du das schon mal gesehen in der Mitte? Ja, das ist die Mission, die wir schon gemacht haben, wo du diese Glefe bekommst, diese Vex-Glefe da. Ah, okay. Also, ich bin gerade ein bisschen perplex. Also, ich habe das so gerade angehört oder tue ich mich gerade Ja, täuschen? was genau steht denn da? Da steht, warte, ich tue mal gerade hier meine Saisonsachen. Ich habe hier nämlich voll viele Saisonsachen wieder bekommen. So, nice. Da steht: Amanda Holidays Versprechung angehört. Begib dich zur strategischen. Ah, Helm, sorry. Mein Fehler. Helm, ich muss zum Helm. Zuhören. Ich bin ein bisschen süß.
Hast du die nicht markiert, die Quest? Dann zeigt die dir auch einmal, wo du hin musst. Ja, aber ich habe irgendwie da keine, ja, also die wurde endmarkiert und dann muss ich sie wieder neu markieren. Weil irgendwie manchmal gehen meine Quests einfach weg. Also die werden einfach irgendwann so, denkt sich das Spiel so, ja, der hat jetzt genug an der Quest gespielt, tun wir einfach mal entkoppeln mäßig. Und da denke ich mir, da denke ich mir schon, was soll die Scheiße? Ach ja. Ich bin fast. Ja, erzähl. Ja. Nee, du? Ich bin fast Platin diese Saison bei den Hüterspielen. Ach du heilige Scheiße, du bist ja einfach ein gottloser G. Hab noch nie was anderes behauptet. Ey, soll ich dir mal was richtig Lustiges sagen? Bitte? Also jetzt no flex, aber ich habe halt einfach die alle aktuellen Konsolengenerationen. Ich habe ja die Series X, dann habe ich die 5er und einen PC. Scheißreicher YouTuber. Ja, immer diese YouTuber. Ich sage nicht, dass wir die Schattenlegion schon haben, aber wir machen Fortschritte. Wie kommst du übrigens so als Königin-Garde zurecht? Für mich änderte sich nur eins. Grähe verneigte sich und fragte, ob er mich Lady Amanda von Holiday nennen soll. Ich meinte, es sei mir egal. Ich bin nur froh, dass er endlich meine natürliche Autorität anerkennt. Wie auch immer, ich mag, wie die Dinge sich entwickelt haben. Durch magische Ebenen ungebeten ein Schiff der Schattenlegion zu stürmen. Diese Art von Auftritt hätte Kate gefallen. Ach, genug geredet. Gehen wir wieder da raus. Nice. Warte, gib mir noch 10 Sekunden. Alter. Ich muss abgeben. Ich hab hier einfach 12 von diesen Enagramm-Dingern. Soll ich hier... Ich hatte gerade 14, deswegen bin ich hier gerade noch beschäftigt. Alter, soll ich mal eigentlich diese Beutezüge mitnehmen? Machen wir das? Das machen wir aktuell, gell? Ja, stimmt eigentlich schon, ja. Nehme ich die mal mit. Aber du hast doch safe eh schon jede Waffe und jede Rüstung von der Season, oder? Ja, egal, einfach mitnehmen. Die Perks sind scheiße. Ich tu einfach die random einlösen. Dann nehme ich den Bauplan mit. Nice. So, jetzt kann ich hier erstmal wieder aufräumen und zerlegen, schön. Raum. Weil ich eigentlich das Rüstungsset von der Season ganz geil finde, weil du hast halt, das leuchtet halt so. Mhm. Auf der Brust. Nice. Habe ich auch schon alle fertig. Was ist das denn? Ah, stimmt. Ich habe den ja auch noch. Ja, den nehme ich. Der ist krass. Das ist sehr dumm. Roastbeef, ein Hühnchen, Pizza. Ein bisschen was von dem Eisbecher natürlich. So. Jetzt muss ich wieder irgendwas anhören. Gucken wo. Digga, ist einfach Podcast das Game. Einfach Podcast. Ja, wieder in der ETZ. Soll ich wieder auf die Farm gehen? Ey, das ist doch geil. Ja gut, aber da kann das Spiel nichts für. Du hast verkackt. Ja, also, dass sie mich erst in den Helm schicken und dann in die Farm, weißt du, wie ich mein? Ja, aber das wäre nicht so schlimm, wenn du nicht erst auf die Farm gegangen wärst. Dann wieder Helm, dann wieder Farm. Ja, safe, aber trotzdem, die schickt mich hier von A nach B, hey, er kann nicht wahr sein. Aber glaub mir, am Ende lohnt sich das. Wehe, ich krieg keinen Fortnite Battle Pass. Doch, genau den bekommst du. Ui. Sui. Was zockst du eigentlich noch gerne außer Destiny? Kennst du The Crew 2, also so ein Rennspiel? Ja, safe. Das ab und zu, aber sonst eigentlich nicht so viel. Ich habe Hogwarts Legacy habe ich vorher gespielt. Ja. Aber das kannst du halt nur alleine spielen, das ist aber auch ganz geil. Ja. Also falls du noch irgendwas für ein Let's Play suchst, das ist nice. The Crew ist halt auch geil, weil es halt auch so ein Koop-Rennspiel mäßig. Ah, okay. Ja, nice. Ich höre jetzt mal hier rein. Warte.
Hüter, gut, dass ich dich erwische. Mitrax und Amanda sind auf Patrouille und haben Verstärkung angefordert. Es gab scheinbar ein weiteres Notsignal und am Außenposten wimmelt es nur so von der Schattenlegion. Ihre Meldung hat mich überrascht. Die Situation ist vielleicht doch prekärer, als sie behaupten. Normalerweise kommen die beiden allein klar. Ich schicke dir ihr Signal, finde sie und gib ihnen Rückendeckung, okay? Ja, natürlich, ihr Minion und so. Gut, annehmen. Neuer Schritt. Mission, Gefängnisausbruch abgeschlossen, okay. Das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt eine Story-Mission. Ja, die ist, glaube ich, auch ganz geil. Die haben wir doch sogar schon mal in irgendeiner Form gemacht. Oder nee, die ist nur in der Season-Mission drin. Ah, okay, die ja gab's dann. Gab's vorher noch nicht, aber die ist cool. Ich habe die schon gemacht auf dem Warlock. Ui. Da hat aber einer dicke Eier, hä? Nein, Spaß. Ja, sicher. Ui, kann ich die mal anfassen? Ich habe übrigens bei der letzten Folge, also ich habe nicht die aktuellste Folge gesehen, aber ich habe irgendwie von der von Freitag mal reingehört. Da war der Sound deutlich besser. In der ETZ empfangen. Ja, warte kurz. Von einer neuen Gruppe von Gefangenen. Mitrax und ich planen ihren Ausbruch. Ich kann die Basis Sicherheit spleißen, aber wir brauchen einen Fluchtweg. Hier kommst du ins Spiel, Hüter. Schalte alle Widersacher aus, damit wir die Gefangenen befreien können. Und benutze nicht deinen Sparrow. Das Signal wird unsere Feinde alarmieren. Sind wir uns einig? Dann los, holen wir uns unsere Leute zurück. Also, hallo, ich bin ja einfach gerade alleine. Ja, ich bin noch im Reinfliegen gerade. Ach so, okay. Hüter, tritt du die Vordertür ein. Wir schleichen während dessen hinten rein. Ja. Wir treffen uns drin. Mies Axe, ich habe nicht viel Zeit. Kehr um. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Du darfst keine Angst verbreiten, Aramis. Das Licht gibt uns Kraft. Lass die Gefangenen zurück und kehre zur großen Maschine zurück. Wenn du hier bleibst, wirst du sterben. Mitrax? Die Schiffsdiebin ist eine Verbündete der Stimme in der Dunkelheit. Aber sie erzählt keine Lügen. Vielleicht gibt es hier etwas, was wir noch nicht sehen. Es gibt immer etwas. Ich lasse unser Volk nicht zurück, ganz gleich, was passiert. Dann bin ich bei dir. Also der Sound wird jetzt bei dir sowieso extrem viel besser werden, weil wir haben das ja nochmal geändert. Ja, und mit dem anderen Headset meinst du, wäre es besser. Genau, ja, nee, auch, ich habe dich ja nochmal lauter gemacht. Also du bist jetzt definitiv so laut wie ich. Bist du sicher, dass das Schiff da durchpasst? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Spider hat es gehasst, wenn ich sowas gemacht habe. Jetzt verstehe ich, warum. Und wir sind drin. Den nächsten Drink zahlst du, Mitrax. Ja, Mitrax muss den nächsten Drink zahlen. Scheiße, scheiße. Rums. Oh. Amanda und ich werden jetzt das Sicherheitsterminal ordnen. Kümmere dich um diese gepanzerten Einheiten und wir sehen uns auf der anderen Seite. Ah, oh, Digga, der Panzer nervt ein bisschen. Ah, geh weg. Gib mal schwere Munition, danke. Ja, bin ein bisschen abgenippelt. Der Goliath-Panzer hat mir ein bisschen gezeigt, wer der Mann im Haus ist. Erzähl mir etwas Neues. Oh, Daddy. Ach, Digga. Jetzt geh halt hops da hinten. Ja, was geht denn jetzt ab? Warum? Ja, weil ich fast gestorben wäre durch irgendwas. Okay, der Panzer ist im Arsch. Ja, hier oben das Fliegeding muss auch noch weg. Ja, nice. Wunderschön.
epische Musik, yeah. Und das kann's ja. Panzer down. Nicht mit mir. Alter, geil, ey, wir haben alles rasiert. Bell lebt wie nie zuvor, habe ich gehört. Das habe ich mir auch sagen lassen, ja, tatsächlich. Ich bin einfach überfahren worden. Oh. Du bist ja blöd. Ich bin ein Süßer. Ne, ich meinte den Panzer. Achso. Hier, den bist du doch gar nicht gefallen, glaube ich, oder? Dieses Ding da. Ne, den hau ich mir jetzt mal rein. Ich hol mir gerade hier noch die Muni. Da gibt es irgendwie aus irgendeinem Grund schwere Muni. Ja, weil wir gerade gegen zwei Panzer und ein Raumschiff gekämpft haben. Ach, Hammer, ist ja nichts. Mach ich ja mit rechts und dann mach ich mir mit links, was? Gute Nacht, Alpha Diener! Er hat mir nicht eben einen schon Teammate? Nee, hier bei der Mission nicht. Warte. Ja. Auf. Auf und davon. Seh dich, Hüter. Ich bin oben im Kontrollraum. Warte. Ich schmeiße jetzt das Sicherheitsnetzwerk. Gleich weiß ich, wo die Gefangenen sind. Dachte, ich darf endlich Sparrow fahren. Ja, nice. Ich geb Gummi hier mal. Hier wird's bisschen spannender. Der Fog ist Meatrax. Meatrax, der aller echte. Oh, ich darf doch mal. Entschuldigung. Oh, das hat ja nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Wo ist denn der Big Baba Bubu Gegner? Das ist eine gute Frage. Ich hau hier eigentlich auch nur gerade mit meinem Ding überall rein. Stumm? Ja, eliminiere die Verstärkung, ja gut. Ah, da kommt was. Hier kommt la 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 la. Sieht aus, als wärst du noch lange nicht fertig. Das ist eine Verzweiflungstaktik. Der Sieg ist zum Greifen nahe, Hüter. Ach, da ist er. Ah, der will mich. Alter, ich bin der letzte Hüter. Wann kannst du wiederbelebt werden? 20 Sekunden komme ich wieder. Okay. Aber du kannst dich auch holen, eigentlich. Es geht da hinten. Easy, ich hol dich. Oh lol, hier ist ja einer. Okay, der eine ist los. Huch. Auch gut, danke. Alter Junge, der will mir richtig an die Nüsschen.
Ich ihn jetzt auch hoch. Hui! Willst du mal die Nüsschen also? Ne, ihm, nicht dir. Ja, ich weiß. Oh Gott, der Mate war auf jeden Fall nicht gut. Na komm. Korrekt, inkorrekt, inkorrekt. Bitte gehen Sie. Alter. Langsam reicht es mir hier mit dir. Oh, das ist jetzt weg, glaube ich. Ja, ich muss ihn nur mal wieder treffen. Ja. Soll ich mal rumdrehen? Hinter dir? Jawohl, egal. Nice. Alter, braucht ein Battle Pass einfach. Puh, zum Glück haben wir dich dazu geholt. Ohne dich wären wir geliefert gewesen. Ich habe die Gefangenen gefunden. Wir sind gleich so weit, um sie da rauszuholen. Verstand. Oh yeah. Sobald der Hüter die Luke gesichert hat, holen wir alle schnurstracks hier raus. Schnurstracks. Ich hacke das mal grad. Ich muss die Locke sichern. Die Locke. Nicht die Luke, sondern die Locke. Nein, du musst Luke sichern. Ah, Luke Skywalker. Oh, Zwischensequenz. Oh, okay. Ich bin da. In Position? Ich hab die Gefangenen gefunden. Es hat sich verriegelt. Wir sitzen fest. Ich mach das. Das allein zählt. Ich hab dich gewarnt. Wo ist Amanda? Amanda, bitte melden. Amanda. Bist du da? Oh, Amanda hat's auseinandergeschallert. Aber ordentlich. Ich glaube, die kommt nicht mehr wieder.
Eieieiei. Also das war mal, also die gehen gut nach vorne, die Mission gerade. Das kann man mal schon so sagen. Ich fand die auch sehr cool. Vor allem fand ich die sehr abwechslungsreich. Als ich die das erste Mal gespielt habe, fand ich echt geil. Also das ist schon echt, storytechnisch geht das schon nach vorne gerade. Und das ist halt alles, was du for free halt spielen kannst, ne? Ja, safe. Also dafür musst du nichts kaufen. Das ist alles im Free-to-Play-Teil. Nur resettet sich halt in 11 Tagen. Deswegen habe ich gedacht, das sollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Ja, easy, safe, da hast du recht. Boah, wir müssen Werbung für den TEB klar machen. Ja, safe, Digga. Ich mache halt... Wenn du jetzt auf den Clan gehst, kannst du sehen, du kannst halt pro Woche jeweils ein Gramm bekommen. Einmal Gambit, Dämmerung und Schmelztiegel. Ui. Und also auch wenn ich das spiele mit dem, und ich bin bei dir im Clan, dann kriegst du es auch. Ach stimmt, wir müssen nach oben hin. Oh, hier ist Bestattung. Aufopferung. Hingabe. Mut. Aufopferung. Hüter. Zavala trauert und Misrax wird derzeit auf der Krankenstation versorgt. Wie soll es weitergehen? Wir müssen uns neu aufstellen. Amanda begraben. Und sie rächen. Sie werden euch erwarten. Gut. Sei vorsichtig. Trauer ist kein guter Ratgeber. Und du bist besser? Bereitet Amandas Begräbnis vor. Der Hüter und ich übernehmen den Rest. Wenn du es wünschst. Jawohl. Also, einfach durchgezogen. Ich weiß, dass auch du Rache willst. Rache. Ich freue mich, wenn es soweit ist. Da ich will so sehr Rache, dass ich hier die ganze Zeit breakdance. Rache klingt super. Marasov besucht. Sprich mit Marasov. Weil die steht auf einmal hier. Die hat sich von da hinten hierhin teleportiert. Auf süß. Ich lebe schon viele Jahrhunderte lang, Hüter. Obwohl der Tod mich immer noch schmerzt, ist es ein Ritual, das ich gut kenne. Es ist jetzt leichter zu ertragen. Aber die durch Verlust verzerrten Gesichter anderer, Zavala, meinem Bruder, sind es nicht. Amandas Abwesenheit trifft die von uns, die sie kannten, tief. Jetzt begleitet uns anstelle einer Freundin Verzweiflung. Es mag uns die Last nicht nehmen, aber lass uns diesen Schmerz gemeinsam ertragen. Und wenn du den Blick hebst, mögest du nur auf freundliche Gesichter schauen. Jetzt konzentriere ich mich auf die Königinnengarde. Beim Rückschlag müssen wir alle stark sein. So wie Amanda Holiday es war. Ui, aber ich wusste, dass sie irgendwie sterben wird. Das war mir irgendwie klar. Echt? Ich habe das irgendwie gespürt. Ich muss wieder zum Helm. Die ist halt schon seit Destiny 1 da. Das war schon krass, dass sie jetzt dood ist. Echt jetzt? Mhm. Die war in Destiny 1 schon am Start. Ja moin, Alter. Ich habe gar nicht mehr die Story im Kopf von Destiny 1. Ja, die war da auch nicht so relevant, aber die war da auf jeden Fall schon ab und zu sie mal aufgetaucht. Ah, okay. Na, ich weiß ja halt nur, dass ich Hardcore-Gay bin, aber egal. Ja, gut. Ja, ne, schon geil, ne. Marassia, sei. Ich glaube, wenn wir Glück haben, kriegen wir die heute sogar noch fertig, die Quest. Ja, ich glaube, so viel ist das nicht mehr. Ich finde immer wieder, dass es geil aussieht, wenn man da so hinfliegt. Muss ich hier vorne erstmal wieder mir was anhören. Okay, let's go. Hüter, heute Morgen bin ich aufgewacht, hab den Nebel über Trostland gesehen und muss zugeben, dass ich völlig antriebslos war. Ich wollte keine Gerechtigkeit oder Rache, das bringt nichts. Ich war
müde. Ich wollte nicht mehr kämpfen. Aber dann sah ich in der Ferne einen Einsatz der Schattenlegion durch den Nebel marschieren und eine Gruppe Gefangener vor sich hertreiben. Es geht nicht um mich, es geht um sie. Also ging ich mit meinem Gewehr ans Werk. Wir müssen weiterkämpfen, nicht nur als Vorhut oder Königinnengarde oder als Helden oder der ganze Quatsch. Sondern weil Amanda das auch getan hätte. Und für mich ist das genug. Genau so. Und genau deswegen brauchen wir Fortnite Battle Pass. Mhm. So, neuer Schritt, besiege die Schattenlegion. Okay. Wieder der Dings ums LOL. Schließen. Okay, gut. Was? Nee, ich habe nur gerade mit mir selber geredet. Tatsächlich, das passiert manchmal. Hat die Quest wieder. Ja, die Quest wieder wurde der End markiert. Okay, Helm. Die hier. Okay, let's go. Torito El Burrito Clan, das ist echt der Legenden-Clan. Ich sag dir, wie es ist. Das ist der beste Clan. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, der geht in die Geschichte ein. Das wird irgendwann mal der beste Clan der Welt.